Ihr haltet in eurer Hand ein zerkratztes Symbol des Auges, umgeben von blauen und roten Flammen. Als ihr euch das Schmuckstück genauer ansieht, bemerkt ihr, dass es deutlich weniger mitgenommen aussieht als die anderen Schätze, die die Räuber angehäuft haben. Vielleicht solltet ihr das Symbol besser zu Idma bringen. Gut, ein Symbol des Schreckens. Wo ist denn, das ist dort das Zelt von Landferch. Ach Mensch, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was sagt er denn? Hey, warum schleicht ihr denn um mein Zelt? Ja, na, ich will dich töten. Hey, altes Haus, lass dich doch mal angreifen. Ich kann ihn nicht angreifen, weil da irgendwas davor ist. Also, ich konnte ihn nicht anklicken. Jetzt habe ich es irgendwie doch hinbekommen. So. Ja. Ich glaube, der wird jetzt sterben. Da kann ich nichts gegen tun. Also, außer aufgeben, aber das mache ich nicht. Warum sollte ich? Nö. Wäre ja sinnlos. Tja. So kann es gehen. Wenn man böse ist, dann wird man halt abgeschlachtet. Also, getötet. Na, jetzt hier mal aus der Ego-Perspektive. Oder fast Ego? Ich weiß gerade gar nicht. Naja. So, jetzt soll ich noch irgendwas abbrennen. Ach, da vorne, Mensch. Siehste. Da muss ich aber erstmal diesen Räuber töten. Ich soll tatsächlich Feuerholz abbrennen. Ja, macht Sinn irgendwie. Dann haben die keins mehr. Und holen sich neues. Toll. Naja. Egal. Immerhin müssen sie sich dann neues holen. Ist ja auch schon mal was. Ich habe übrigens schon wieder eine Tat verliehen bekommen. Heißt also, ich habe sie entdeckt. Es ist immer noch nicht korrigiert. Räuber am großen Fluss besiegen soll ich. Das ist sehr schön. Ich wollte das doch abbrennen. Manchmal bin ich aber auch ein bisschen verpeilt. Kann das sein? Ich weiß ja nicht. Ich würde mal sagen, ja. So, hier, brenne, du Haufen Feuerholz. So, na, also wenn ihr mir irgendwas anzünden wollt, ein Haufen Feuerholz eignet sich dafür sehr gut, habe ich gehört. So, jetzt zurück zu Idma. Und es wird so langsam Tag. Es ist immer noch Nachtwache, aber so langsam neigt sich die Nacht dem Ende zu. Der Mond steht noch hoch am Himmel, aber die Sonne kommt bald raus. Wenn man den Himmel anguckt, sieht aus, als würde man sich gar nicht bewegen. Hm. Tja. Ich laufe übrigens. Laufe ich richtig? Ich weiß es nicht. Aber ich werde angegriffen. Das kann schon mal nicht ganz so richtig sein. Was überhaupt Vogel für Aufgabenführer? Die beiden hier offensichtlich. Gut. Ich laufe mal hier dran vorbei. Die wollen mich sonst umbringen und das mag ich nicht so gerne. Da vorne ist mein Ziel. Wie bin ich denn gelaufen? Habe ich den Sternenhimmel angeguckt? Tja. Hier. Da, Sternenhimmel. Da ist doch schön. Hier. Weltraum, unendliche Weiten und so, bla. Kennst du vielleicht? Ist so eine Serie. Also, die heißt nicht Weltraum, unendliche Weiten, sondern Star Trek. Aber das ist halt in diesem Vorspann praktisch. Wie heißt denn das Ding? Das heißt nicht Vorspann, das heißt anders. Das, was immer wiederholt wird in Serien. Kennst du vielleicht? Hier, eigentlich in allen Serien. Da hast du erst so ein Pre-Dings irgendwas, wo halt die Handlung ein bisschen angeschnitten wird. Und dann kommt dieses, ja, dieses Dings da hier. Dieser Trader nicht. Wie heißt denn das Ding? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine, bestimmt. Na, wo dann halt. Das wird halt in jeder. Naja. In jeder Folge halt wiederholt. Ist also immer das Gleiche, aber ich weiß nicht, wie das heißt gerade. Alter, wie heißt denn das? Weiß das jemand? Schreib's doch mal in die Kommentare. Ich weiß es echt gerade nicht. Ihr habt es getan. Hervorragend. Jetzt, da ein so großer Teil ihres Lagers niedergebrannt ist, sollte es ihnen äußerst schwer fallen, sich zu erholen. Ihr habt ein äußerst großer Teil, naja, oder ein so großer Teil, naja, also ich weiß ja nicht. Also, ihr habt meinen Leuten heute einen großen Dienst erwiesen. Gut. Was führt euch in diese Lande? Landferf ist vernichtet? Gut, diese Räuber werden ohne seine Führung nicht mehr zu geordnetem Vorgehen in der Lage sein, so grausam er als Anführer auch war. Habt ihr unter seinen Besitztümern irgendetwas von Wert gefunden? Tatsächlich? Ich brauche das nicht.
Ich brauche das nicht. Nein, ich brauche es nicht. Ich nehme diese Münze. Unsere Aufgabe drängt. Was bringt die mir denn da? Ich weiß nicht, woher Lanferf einen solchen Gegenstand haben könnte. Das Symbol erfüllt mich mit Schrecken. Es scheint trotz seines Zustands deutlich zu neu zu sein. Mir fehlt da etwas ein, Tagador. Bringt das Symbol zu Doron. Vielleicht weiß er ja, um was es sich dabei handelt oder woher es stammen könnte. Ich befürchte, dass wir es hier mit größeren Mächten zu tun haben könnten. Ja, das befürchte ich auch. Wie sieht eigentlich mein Inventar aus? Ach, geht ja schon nicht mal ansatzweise voll. Geht ja noch. So, wie spät ist es? Was? 0.08 Uhr schon wieder? Das gibt's ja gar nicht. Ich finde das übrigens verwirrend. 0.08 Uhr AM ist morgens, ne? Und PM 0.08 Uhr ist nachmittags. Ja, ist nicht verwirrend. Aber was denn mit Mitternacht? Ist das denn AM oder PM? Ist das 0 PM oder ist das 12 AM? Oder was ist das? Oder 12 PM? Wer hat sich denn dieses komische Dings ausgedacht? Ich laufe in die falsche Richtung, ich bin so blöd. Ich muss da vorne hin. Ich dachte mir gerade, hier ist so schön, aber wieso laufe ich hier hin? Erstmal instinktiv falsch laufen. Fängt ja schon mal gut an. Tja. Ne? Ich müsste eigentlich, konsequenterweise müsste ich Star Trek Online spielen. Weil ich einfach so ein großer Star Trek-Fan bin. Aber ehrlich gesagt habe ich so viele MMOs und bei Star Trek Online habe ich die Befürchtung, dass ich enttäuscht werde. Ein Symbol des Schreckens. Ihr kehrt also zurück. Was bringt ihr mir da? Dieses Symbol, diese Machart habe ich schon einmal gesehen. Das Auge erkenne ich nicht, aber diese Symbole entlang des Rands erinnern mich an Schmuckstücke, die einst von denen getragen wurden, die Krieg in unser Land gebracht haben. Ja, das müssen sie sein. Warum sollte sich so ein Symbol in den Händen dieser Männer befinden? Und warum sollte es so stark gealtert aussehen? Tagador, ihr habt gut daran getan, dies zu mir zu bringen. Ihr habt euren Wert und euer Vertrauen bewiesen. Es ist an der Zeit, euch diese Ehre zu erwidern. Jetzt beenden. Es gibt eine Folgequest. Au. Eine Solo-Instanz. Faszinierend. Mach ich die jetzt noch? Ja, komm. Dieses Symbol erfüllt mich mit Schrecken und einem Gefühl, das ich zuletzt an dem Tag gefühlt habe, an dem meine Männer und ich verflucht wurden. Ich habe Gondor in der Feste Celebrant, einer großen Festung im Süden, im Stich gelassen und mich und meine Männer zu einem widernatürlichen Dasein verdammt. Ihr müsst erfahren, was geschehen ist, da ihr sonst mein Schicksal nie verstehen würdet. Annehmen. Dann wollen wir mal. Lasst mich euch die Geschichte erzählen. Nachdem er mit einem grausigen Symbol konfrontiert wurde, welches bei den Räubern entdeckt wurde, entschied sich Doron, Anführer der Eidbrecher in Par Celebrant, euch zu berichten, wie er und seine Männer verflucht wurden. Vor längst vergangener Zeit waren meine Männer und ich in der Feste Celebrant stationiert, einer herrlichen gondorischen Festung, über dem Limklar. Wir wurden schon seit einiger Zeit von einer schrecklichen Ostling-Armee belagert, die es am Ende schaffte stehen. Mann, Leute, es ist die Armee schaffte es. Nicht die Leute in der Armee schafften es, sondern die Armee schaffte es. Wieso machen die das immer falsch? Ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall, die es am Ende schafften, Kalenatorn zu erobern, das Land, das später zu Rohan wurde. Sie trieben uns nach Norden, in diese Felder, und hier bereiten wir uns auf unser letztes Gefecht vor. Meine Männer und ich hielten am Limklar Wacht, in der Hoffnung, die feindlichen... Entschuldigung. Bin ein wenig müde. Die feindlichen Truppen aus Süden in Schach zu halten, während unser Anführer Cirion und seine Streitmacht den Rest des Feldes sicherten. Die Nacht, in der wir verflucht wurden, begann, als ich mit meinen Männern von einer Patrouille den Limklar entlang zurückkehrte.
Was ihr nun seht, ist alles, was ich von diesem seit langem vergangenen Tag behalten habe. Meine Erinnerung verblasst, die feste Celebrant liegt in Trümmern und ich sehe mich nicht mehr so, wie ich einst war. Aber dennoch fühlt sich das alles so vertraut an. Männer, sie sind da, macht eure Waffen bereit. Es ist eine Erinnerung, wieso muss ich mitkämpfen, willst mich verarschen? Wie dämlich das eigentlich ist. Mein Erk hat doch gekämpft. Ich war doch da gar nicht dabei. Es ist eine verdammte Erinnerung. Als wäre ich in der Erinnerung dabei gewesen damals. Hey, ich bin Elb. Es kann sein, dass ich damals schon gelebt habe, aber ich war nicht hier. Doron darf nicht besiegt werden. Jetzt kann er auch noch sterben in seiner eigenen Erinnerung. Bleibt auf der Hut, Männer. Männer? Ich bin alleine! Oh Mann. Verflucht. Entschuldigung. Wie konnten sie nur den Limkla überqueren? Unsere Männer im Süden haben versagt. Wir müssen uns in die feste Celebrant zurückziehen. Wartet, seid auf der Hut. Oh nein! Wie schrecklich. Wir werden angegriffen von Ostling-Egger. Egger, die Russen sind da. Eckart. Eckart, die Russen sind da. Wieso sprechen die nicht? Wie kann ich? Ich kann so nicht sprechen wie dieser Typ hier. Weißt du schön? Sie sind sehr viele. Wir müssen uns beeilen. Ich würde mich gern regenerieren. Ich nehme mal dieses Stirn. Ja. So. Ich muss mal gucken, dass hier diese tolle, warte mal. Halt, da schiebe ich einmal da rein. Und wieder sperren. So. Wir haben zu lang gezaudert. Da kommen sie. Oh nein. Wir haben eigentlich gar nicht gezaudert. Aber egal. Darum geht's doch gar nicht. Es tut mir leid, wenn ich gähne. Es ist einfach schon so spät und ich muss aber trotzdem aufnehmen, weil sonst die Folge nicht rechtzeitig rauskommt. Es kommen noch mehr. Noch viel mehr. Oh nein. Und der Typ darf nicht sterben. Aber ich glaube, der stirbt nicht so schnell. Ich sterbe wohl eher als er. Toll. Ich sterbe wohl wirklich eher, wenn es so weitergeht. Hallo, verrecke doch mal, furchtbarer Ostling. Ist ja furchtbar. Hehehe. Okay, ich glaube, der wird jetzt angegriffen. Ich weiß bloß nicht. Hallo, wen greifst du? Greifst den an. Okay. Dann greife ich den gleich mal mit an. So. Eggrot, die Russen sind da. Hat jemand Werner gesehen? Beinhard wie ein Röcker. Beinhard wie ein Schocker. Nee, Chopper. Nee. Ich kann den Text nicht. Beinhard wie ein Flaschbier. Beinhard, das sind wir? Keine Ahnung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. La la. So. Toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Das Glück ist mit uns. Wir haben es geschafft. Ihr habt die feste Celebrant entdeckt. Yeah! Und jetzt rasch. Wir müssen zu meinen Männern in der feste Celebrant stoßen. Ich habe einen weiteren Teil des großen Flusses erkundet. Das ist ja sehr schön. Ich kann diese Verwüstung nicht fassen. Welch großer Schrecken, der das Feld in solch kurzer Zeit verzehrt hat. Die Ostlinge wollten uns schon immer nehmen, was uns rechtmäßig gehört. Doch diese neuen Gegner, sie kämpfen erbarmungslos. Wir haben bereits Kalinathorn an die Ostlinge verloren. Die Orks greifen aus dem Westen an. Und wir werden mit jedem Tag weniger. Oh nein! Wie schrecklich. Ja, schön. Wir müssen etwas unternehmen. Aber was? Alle Mann zu mir. Die Ostlinge sind auf das Feld im Süden vorgedrungen. Und wollen uns damit,
von Sirion und den anderen abschneiden, das ist so blöd, weil das Weiße jetzt auf dem Weißen ist. Zweifelsohne sammeln... Lass du mich das mal... Da, so kann ich es lesen. Zweifelsohne sammeln sie sich in diesem Augenblick vor der Festung. Jetzt sehe ich bloß hier die nicht, aber die reden eh nur. Wir können nicht mehr so tun, als hätte Gondor die Oberhand. Dieser Gegner ist mächtig. Und ohne Hilfe Sirions und unserer Gefährten werden wir fallen. Während Doron spricht, werden in der Entfernung die Geräusche einer großen Streitmacht lauter. Wir dürfen nicht länger zaudern. Ihr drei kommt mit mir, der Rest von euch sichert die Festung. Ruhm für Gondor. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist er hin? Scheiße, da vorne, glaube ich. Nee, wo ist er hin? Da vorne, okay, da vorne ist er hin. Gut. Okay, ich folge ihm mal. Ist blöd mit dem Lesen irgendwie, wenn das so weiß auf, naja, nicht ganz weiß ist, aber ist schon irgendwie doof, muss ich ja sagen. Eindringlinge, ich bin Doron aus Gondor. Ihr wollt eine Festung meines Volks angreifen. Lasst von eurem Vorhaben ab. Und verlasst unser Land, sonst bekommt ihr unsere Schlagkraft zu spüren. Mutige Worte, Doron aus Gondor. Ihr macht euch etwas vor. Wir sind mehr als genug, um eure Streitkräfte zu vernichten. Warum fallt ihr dann nicht gleich hier über uns her? Obgleich viele von uns danach dürsten, euch und eure Angehörigen in Stücke zu reißen, bieten wir euch die Gelegenheit an, von unserem Zorn verschont zu bleiben. Wie ist das? Was ist das für ein Wahnsinn? Weswegen glaubt ihr, wir würden auf jemanden wie euch hören? Seht die Schätze von Runen. Seht auf die Schätze von Runen. All dies und eure Leben könnten wir euch schenken. Nehmt unser Angebot an und beendet euren sinnlosen Angriff. Lasst uns den Limklar überqueren und behindert uns nicht mehr. Wenn Gondor dann in Trümmern liegt, seid ihr mit euren Männern noch übrig. Und wenn wir uns weigern, dann werden wir euch bis zum letzten Mann abschlachten. Euer Anführer und eure Brüder auf dem Felde werden ihrem Schicksal nicht entrinnen, unabhängig davon, wie ihr euch entscheidet. Entscheidet euch jetzt, Mensch aus Gondor, sonst tun wir es für euch. Habt ihr den Verstand verloren? Über das Angebot dieser Bestien dürfen wir nicht einmal nachdenken. Fallen wir in den Kampf neben unseren Brüdern und Herrn Sirion. Schweigt, Deserteur. Ausgerechnet ihr spricht von Ruhm. Ruhe, alle beide. Ich habe meine Entscheidung gefällt. Sprecht. Meine Männer werden ungeduldig. Wir werden nichts unternehmen. Ich hege keinen Wunsch nach Schätzen, aber ich kann euch das Abschlachten meiner Männer nicht gestatten. Für uns wird die Lage in diesem Krieg immer verzweifelter. Und ich hoffe nur, dass ich Gondor durch mein Handeln... dass ich Gondor durch mein Handeln bewähren kann. Okay. Lasst den Schatz zurück und verschwindet von diesem Ort. Feigling, wie konntet ihr nur? Ihr habt eine weitere Entscheidung getroffen, eine weise Entscheidung getroffen, Doron aus Gondor. Eure Männer können sich glücklich schätzen, einen Anführer wie euch zu haben, der die Macht Gondors so trefflich verkörpert. Kommt, Männer, wir gehen. Ich kann das gar nicht so schnell lesen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Na. Wir haben einen Eid abgelegt, Gondor gegen diese Monster zu verteidigen und ihr lasst sie ungehindert frei herumstreifen. Ihr widert mich an. Nein, ihr seid hier der Narr, Kar-Bet. Auch wenn Gondor fällt, werden diese Schätze uns für die nächsten Jahre ein Vermögen einbringen. Jetzt habt ihr es verstanden. Lassen wir diese unangenehme Erinnerung hinter uns. Die falsche Wahl wurde getroffen, aber wie hätte ich das wissen sollen? Einige meiner Männer waren überglücklich angesichts unserer verdorbenen Reichtümer, während andere meine Taten verdammten. Sirion hat uns nie vergeben. Unser Schwur zum Schutze Gondors wurde durch meine Taten gebrochen und wir alle haben den Preis dafür bezahlt. So, ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Ich mache jetzt gleich, ne? Ich gebe das mal ab. Also, lasst uns diese Erinnerung verlassen. Es gibt noch mehr zu erzählen. Gut. Ich würde sagen, das erfahren wir. Ich gebe das mal ganz kurz ab.
Jetzt versteht ihr also meine Vergangenheit. Nach einer Weile kehrten ein paar meiner Männer und ich mit Sirion zur Front zurück. Aber bis dahin hatte sich die Kunde unseres Verrats schon verbreitet. Sirion hat uns alle verflucht und uns dazu verdammt zu dienen, bis die Horde keine Bedrohung mehr für die Allianz für Gondor darstellt. Falsches Spiel, verdammt. Ich spüre meine Schuld, aber ich weiß nicht, was man tun könnte, um meinen Fluch aufzuheben. Die Ostlinge sind nichts als unorganisierte Plünderer. Wie könnten sie heute je eine Bedrohung für Gondor darstellen? Dies sind verwirrende Zeiten, Thagador. Brauche ich denn diese Stiefel? Nein. Brauche ich diese Stiefel? Vitalität, Kraftregeneration, Moralhöchstwert. Ja, ich nehme mal das hier. Jetzt beenden. Ich lege mal die Stiefel an. Beim nächsten Mal nehmen wir die andere Quest an. Ich guck mal, wo sind jetzt Stiefel jetzt hin? Da sind sie hin. Yep. So, beim nächsten Mal nehmen wir die Quest an. Ich danke euch mal fürs Zusehen. So langsam wird es auch Tag hier über den Feldern. Ne, auf jeden Fall, das ist die beste Kameraperspektive. Ja, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.